Grüße Gott, ich darf Sie wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem mittlerweile 31. Live-Rundgang hier an der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Das Thema heute wird sein der Neubau des Häftlingslagers 1936 bis 1938. Das, was Sie heute sehen, wenn Sie die KZ-Gedenkstätte besuchen, das ist zumeist aus dieser Zeit entstanden, von 1936 bis 1938. Und deswegen ist es ein ganz besonderes, interessantes Kapitel. Wie Sie alle wissen, ist das Konzentrationslager Dachau am 22. März 1933 eröffnet worden. Und der Grund, warum man dieses Lager ausgerechnet in Dachau eingerichtet hat, eröffnet hat, war, dass hier schon eine perfekte Infrastruktur vorhanden war. Also es waren Gebäude, die man hier im Hintergrund sieht, die sind nicht 1933 errichtet worden, wo das Lager eröffnet wurde, sondern die sind schon 1915 hat man angefangen, die zu bauen. Das sind nämlich Gebäude der Königlich Bayerischen Pulver- und Munitionsfabrik. Das ist ein riesengroßes Areal gewesen. Ich habe jetzt auch ein Luftbild für Sie mitgebracht, damit Sie sich ein bisschen orientieren können, wo wir denn uns gerade an der Gedenkstätte befinden. Die Martina wird das ein bisschen filmen, kann man das sehen, oder spiegelt es ja? Genau. Also hier sehen Sie das Lager. Das ist eine Luftaufnahme von den Amerikanern vom 27. Mai 1945. Und wir stehen jetzt gerade, jetzt muss ich selber schauen, ja, was ist hier, in diesem Bereich. Und zwar das hier, wo die Martina, die heute die Kamera macht, gerade steht und das filmt. Das sind die Fundamente, die Ruinen, die Reste der ehemaligen SS-Hauptwache, die hier. Und hier hat auch der Leidensweg der Häftlinge begonnen. Hier hinter sehen Sie noch das Originalpflaster, dieses Gebäude, was hier gestanden hat. Da können wir auch rübergehen. Da gibt es ein ganz interessantes Bild. So sah diese ehemalige SS-Hauptwache aus, die Sie hier dann auf diesem Luftbild auch wieder erkennen können. Und wir werden jetzt mit unserem Live-Rundgang hier entlang gehen, diesen Weg der Häftlinge, und dann rechts reinschwenken und hineingehen in das ehemalige Häftlingslager, das Sie hier sehen, mit den Unterkunftsbaracken, mit dem Wirtschaftsgebäude. Und dieses Häftlingslager, das Sie hier sehen, das ist weitestgehend in den Jahren 1936 bis 1938 entstanden. In der Zeit davor hat die SS die Räumlichkeiten der Pulver- und Munitionsfabrik genützt. Also da waren die Arbeiterbaracken, die gebaut wurden für die Arbeiter der Pulver- und Munitionsfabrik, wurden dann zur Unterbringung der Häftlinge eingesetzt. Wie das im Detail ausgesehen hat, da werde ich nachher noch Bilder zeigen. Aber jetzt gehen wir erstmal am Lagerzaun entlang. Wir können den Weg direkt nicht gehen, weil da mittlerweile die Bayerische Bereitschaftspolizei untergebracht ist. Das ist auch dieser grüne Zaun. Und Sie sehen hier vorne dann auch noch ein Gebäude, ein ganz markantes, mit so einem Walmdach. Das ist die ehemalige Kommandantur, wo die Kommandanten untergebracht waren. Da werde ich Ihnen auch gleich einen Kommandanten vorstellen. Zuvor wollen wir uns aber die Frage stellen, warum Stefan, ich krieg die Nachricht, der Ton ist ganz schlecht. Der Ton ist ganz schlecht.
muss ich aber auch dann. Ist das Tüchlein oder das? Ist es besser? Vielleicht kriegen wir noch mal eine Meldung, ob es besser ist. Ich mal das Tuch weg. Ist es besser? Vielleicht hat das Tuch ein bisschen gestört. Ist jetzt besser? Ich habe noch keine Nachricht, ob es besser ist. Man versteht nichts. Wir haben keinen Ton, Stefan. Keinen Ton? Nein. Aber ich habe einen Ausschlag, ganz normal. Schau mal mir. Wir haben es ja eigentlich. Ich habe das hier alles eingesteckt. Und du siehst ja, bei mir ist auch ein Ausschlag, oder? Ja, bei mir ist auch die Kontrolllampen leuchten. Hast du es am richtigen Stings eingesteckt hier? Ja, das ist auch alles. Wir haben alle Kontakte drin. Kein. Wir werden jemand nochmal Feedback geben? Ist es jetzt besser? Vielleicht können wir nochmal ein Feedback kriegen. Ja, besser. Besser? Also wie gesagt, gebt Bescheid, wenn ihr nichts mehr hört. Wieder kein Ton. Nein, wieder kein Ton? Wieder kein Ton. Das gibt's denn nicht. Jetzt versteht man ihn. Weil das sind unterschiedliche weiterhin also schlecht. Das Ding ist an, das ist richtig angesteckt. Hier. Kein Ton? Mikro ist viel zu weit unten. Bitte was sprechen, wenn du es mal weiter rauf tust. Nee, das ist nicht zu weit unten. Also normalerweise ist es sogar noch weiter unten. Also ich kann es hier hin auch tun, aber es ist normal. Jetzt ist besser, kriege ich die Nachricht. Vielleicht ist es auch so, dass der Lautsprecher bei der entsprechenden Person nicht an ist, aber vielleicht kann der Dominik mal. Jetzt ist gut, sagt jemand. Gucken oder sowas, ob der. Vielleicht können sie zusammenlaufen. Ja. Okay. Also ist aber jetzt probieren wir. Ist es richtig angesteckt oder so? Okay, geht's. Kann man was hören? Also, vielleicht kriegen wir noch mal kurzes Feedback, bitte. Kein Ton. So versteht man ihn, wenn du jetzt sprichst, versteht man dich. Aber das ist jetzt dann wahrscheinlich das Mikrofon von der Dings. Okay. Ja, also die müssen wir den Rundgang auch noch mal wiederholen. Ja, wenn die Hälfte nicht mehr hörbar war. Genau, also dieser Kreis um Justizminister Fürstner, Innenminister Frick und auch Hermann Göring wollte so die Macht der SS und so einschränken und die Konzentrationslager eher schließen, aber Himmler hat sich dann bei Hitler durchgesetzt. Und zwar mit dem Argument oder sowas, dass für den herannahenden Krieg so ein Konzentrationslager doch eine ganz wichtige Einrichtung sei, damit nicht wieder das passiert, was im Ersten Weltkrieg passiert ist, die Dolchstoßlegende und so weiter. Also im Krieg kann ein Konzentrationslager sehr, sehr wichtig sein. Und dann hat man beschlossen, also als Konzession für diese Innenminister und Justizminister, viele der Lager, der wilden Lager zuzumachen und hat dann die bestehenden Lager, also die Dachau hat man dann ausgebaut, erneuert und eben mit höherem Fassungsvermögen angesichts des nahenden Krieges. Es war dann auch Fertigstellung, Datum war geplant, 1.10.1938, wo Hitler der Wehrmachtsführung kundgetan hat, dass sie sich bereithalten sollen für einen Krieg gegen die Tschechoslowakei. Und so war dann unter höchstem Zeitdruck, musste dann dieses Lager Dachau nach den Vorstellungen der SS umgebaut werden. Und auch andere Lager wurden dann gebaut. Und diese Aufgabe hat man übertragen einem Kommandanten, den Sie hier auf dem Bild sehen, und der, schauen wir mal, ob das so geht, der Spiegel, sein Name ist Hans Loritz. Hans Loritz ist eigentlich gelernter Bäckergeselle und das ist ganz, ganz charakteristisch für den Reiz der SS, weil in der SS konnten einfache Handwerker ohne Abitur bis in höchste Offiziersränge aufsteigen. Hans Loritz ist dann nach dem ersten, also hat sich als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg gemeldet. Er saß in diesem Gebäude, in dieser sogenannten Kommandantur. Nach dem Rückkehr,
der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg, aus der Kriegsgefangenschaft, hat er sich bei der Polizei beworben. In Augsburg war er in Polizei tätig, hat aber immer wieder seine Befugnisse überschritten und ist dann entlassen worden aus dem Polizeidienst und war dann Gasableser. Und dann meldet er sich 1930 zur SS, baut den SS-Sturm in Schwaben auf, ist ein sehr großes Organisationstalent. Alles in Ordnung? Kann es sein, dass der... Okay, wir müssen... Okay, hört mal, das genau, ja, umstecken. Genau, ja. Ja, wir sind da ein bisschen an der Technik am Basteln. Genau, dieser Hans Loritz, der war hier untergebracht. Und Hans Loritz... Umstecken, ja. Ist jetzt besser? Kann man noch mal eine kurze Rückmeldung kriegen, ob der Ton jetzt besser ist? Ist der Ton okay? Ton ist okay? Also wenn dann die Technik... Genau, es war der Kommandant Hans Loritz. Und Hans Loritz kam dann von der SS hier ins Lager Dachau, hat sich dann dem österreichischen Hilfswerk, also von... Geht immer noch keinen, immer noch kein, wir hatten das kein Ton. Kann es das sein, dass der Knopf hier nicht gekriegt ist? Ja, wir haben geschaut, das leuchtet, das ist richtig angesteckt, alle Kontakte. Jetzt wird es besser. Ja. Vielleicht können wir noch mal eine kurze Rückmeldung kriegen. Die Sprache ist verständlich, vielleicht ist es auch laut genug. Ja. Genau, also dieser Hans Loritz ist dann nach Dachau gekommen und hat sich dem SS-Hilfswerk für die Österreicher, war dann Chef. Das waren praktisch SS-Angehörige, die in Österreich, die SS war in Österreich verboten, die dann nach Dachau kamen und denen sich da angenommen wurde. Und da hat er dann einen Menschen kennengelernt, das ist Theodor Eicke, das war der zweite Kommandant hier von Dachau, der auch hier in der Kommandantur untergebracht war. Und der wurde zu seinem großen Förderer. Hans Loritz kommt dann nach Dachau als Kommandant ins KZ Esterwegen, führt da mit einem tiefen, tiefen Judenhass und mit einer unglaublichen Gewalt ein neues Regime in diesem Lager Esterwegen ein und der bewährt sich dort schon bei ersten Umbauarbeiten. Also es wird auch dieses Lager Esterwegen, das in Norddeutschland, in den Emslandlagern ist, wird von ihm renoviert, instand gesetzt und gleichzeitig ein Terrorregime etabliert. Also der Hans Loritz ist mit einer der grausamsten und rücksichtslosesten Kommandanten hier in Dachau. Das werde ich Ihnen auch gleich erzählen, wie er sich hier vorgestellt hat. Also er beginnt seinen Dienst mit der Aufgabe, das Lager neu zu bauen am 1. April 1936. Und er ist hier in dieser Kommandantur untergebracht gewesen. Sie sehen da, diese Kommandantur sind drei kleine Türmchen. Unter diesen drei kleinen Türmchen lauter Reden. Hinter diesen drei kleinen Türmchen befindet sich was während dieses Neubau, dieses Häftlingslager, sich dieser Hans Loritz reinbauen hat lassen von Häftlingen. Das ist nämlich ein Kegelkeller untergebracht. Wie dieser Kegelkeller aussah, das sehen Sie hier auf dem Bild. Und zwar ist es ein Bild von, das war dieses Jahr im April zum 75. Jahrestag der Befreiung, hat der Bayerische Rundfunk eine neue Produktion über die Befreiung des Lagers gemacht. Und da hat sie auch hier eine Dreherlaubnis bekommen bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei, diesen ehemaligen diesen Kegelkeller zu filmen. So sehen Sie, wie es heute aussah, so sehen Sie, wie es während der Lagerzeit aussah. Sie sehen, das ist so ein bisschen auf alt gemacht und so. Das war so dieses Prunkstück, mit dem der Loritz dann sich irgendwie vor seinen SS-Kameraden praktisch zur Schau gestellt hat. Ich zeige noch ein Bild.
Und zwar hier, so, das ist diese Kegelbahn, so wie sie heute aussieht. Und hier oben ist noch eine Originalaufnahme. Und da sehen Sie, da ist ein Gemälde drin. Und ist die Söse noch so, wie gesagt, noch so keusch, schließlich triumphiert das Fleisch. Und das Suffisante ist, also in diesen Bildern, die hier in der Kegelbahn abgebildet sind, mussten die Häftlinge, die das gemalt haben, und wer das war, das, den zeige ich Ihnen gleich, mussten sie SS-Kollegen karikieren. Deswegen hatten sie auch ziemlich Angst, diesen Auftrag auszuführen. Der Maler, der das gemalt hat, der sah so aus, und zwar, das ist ein Selbstporträt von ihm aus dem Jahr 1944. Sein Name ist, kann man es hören, Hermann Peters. Sie sehen hier das Selbstporträt. Sie sehen auch hier seine Häftlingsschreibstubenkarte. Und da sehen Sie den Termin seiner Einlieferung. Das war hier der 19.08.1935. Sie sehen, dass er dann im September nach Flossenbürg kam. Und so, das ist seine Schreibstubenkarte. Und dieser Hermann Peters, wie er eingeliefert wurde, wurde er wie die meisten Häftlinge erst einmal in so ein Zugangsarbeitskommando, wo extrem schwer geschuftet werden musste, zugeteilt. Und dann beim Rausmarschieren sieht er das Malerkommando vorbei marschieren, und dann fragt er, braucht ihr nicht noch einen Maler? Und dann sagen die, ja, wir können noch einen Maler brauchen. Und dann lässt der SS-Mann den Hermann Peters einen Hirsch und einen Wald malen. Und er macht es wohl so gut, dass er dann von diesem Zugangskommando, also nur 2 Tage dieses harte Arbeitskommando hat, und dann in das Malerkommando kommt. Und er hat das Häftlingslager, alle wichtigen Malerarbeiten wurden von dem Hermann Peters. Also er war ein ganz, ganz begnadeter Maler und sehr, sehr gefragt, auch bei den Diensten der SS. Und der hat eben diese Gemälde, die auch heute noch zu sehen sind. Und im Moment ist der sehr baufällig, dieser Keller. Man überlegt, ihn zuzuschütten, aber vielleicht lässt sich das noch irgendwie abwenden, weil wirklich da ganz wichtige Zeugnisse aus der Lagerzeit zu sehen sind. Dieser Hermann Peters, der ist auch da, wie Hermann Loritz wie Hans Loritz seinen Dienst antritt. Ist gut. Hans Loritz seinen Dienst antritt. Und er sagt oder sowas, ich zitiere, also vorher hatten wir den Deibel, also der Kommandant vor Loritz war, der hieß Deibel, und nun hatten wir den Teufel. Statt des Deibels hatten wir den Teufel. Und das war so, wie der Hans Loritz, der erste Tag, wie er angefangen hat, dann waren Häftlinge eingesetzt aus dem Lager bei dem SS-Metzgerei und haben dann, weil sie schon um 5 Uhr früh anfangen mussten, von diesem SS-Metzgerei Brotzeit mitbekommen. Hans Loritz ließ sie dann filzen beim Eingang ins Lager, und da wurde das Fleisch entdeckt, und dann hat er sofort als Einstand die ganzen Häftlinge verprügeln lassen. Also Prügelstrafe war eines der Charakteristika von dem Hans Loritz. Also sie wurden dann mit 25 Schlägen auf dem Prügelblock bestraft. Gut, dann schauen wir ein bisschen weiter. Nächste Frage ist, wie sah denn dieses erste Häftlingslager, das durch die Häftlinge abgebrochen werden und neu erstellt wurden, wie sah dieses erste Häftlingslager überhaupt aus? Und wir gehen jetzt geradezu auf ein Gebäude, das Sie schon von den vorherigen Live-Gängen kennen. Ton okay, oder? Von den vorher Live-Rundgängen kennen. Und zwar, das ist Schurhaus. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Referenzpunkt. Dieses Schurhaus wurde erbaut ganz kurz nach dem Amtsantritt von Hans Loritz. Und zwar im Mai, Juni 1936. Ich werde gleich ein paar Bilder von der Baustelle zeigen. Zuvor möchte ich Ihnen aber noch einen Eindruck geben, wie dieses erste Lager, das praktisch in den Unterkünften der Pulvermunitionsfabrik sich befunden hat, wie das ausgesehen hat, damit sich auch eine Vorstellung machen können, welche Arbeiten da notwendig waren, um das dann in dieses neue Häftlingslager umzubauen. Man sieht immer heutzutage nur dieses neue Lager und vergisst ganz, wie das früher ausgesehen hat, aber es gibt ein bauliches Element, das uns hilft, die Brücke zu schlagen in die Vergangenheit, praktisch in die Jahre 1933 bis 1936. Und zwar ist das hier
Könnt ihr mich hören? Also Sound ist okay, oder? Ich hoffe, es wäre schade, wenn nicht. Genau, also hier, diese Brücke, die wurde schon ab 1915 erbaut, diese Brücke über den Würmkanal. Und über diese Brücke sind die Arbeiter in die Pulvermunitionsfabrik gegangen. Über diese Brücke sind aber auch die Häftlinge des ersten Lagers gebaut worden. Und jetzt habe ich ein Bild für Sie, und zwar, das ist ein Gemälde, also eine Zeichnung, das ein sozialdemokratischer Häftling gemalt hat. Und zwar ist es so, jetzt müssten wir es eigentlich so müssen wir es hinstellen. Und zwar, Sie sehen, hier oben ist Norden, also dahinter geht der Würmkanal hinunter. Hier ist praktisch die Stelle, wo diese Brücke ist, an der wir uns gerade befinden. Hier ist dieses Gebäude der Kommandantur, wo wir gerade waren. Hier ist diese spätere Häftlingsbäckerei und Schneiderei, das wo früher mal Granaten befüllt wurden. Dieses Gebäude steht nicht mehr. Und wir befinden uns jetzt genau hier an dem Punkt. Und hier sehen Sie eingezeichnet dieses ehemalige Häftlingslager. Also hier dieser Lagerzaun. Sie sehen, das ehemalige Häftlingslager hatte nur 10 Unterkunftsbaracken. Sie sehen da auch, hier ist was eingezeichnet, was aussieht wie ein See. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, warum hier so leicht Seen entstehen. Und dann sehen Sie dann Wälder und so. Und also das wäre jetzt praktisch, wenn man jetzt hier reinschaut, dann würde man so die Baracken sehen. Und das zeige ich Ihnen, die Perspektive. Und zwar, wenn Sie sich jetzt dieses Bild anschauen, da sehen Sie hier die Kante von der Brücke. Und da kann die Martina das mal hin. Also hier sehen wir noch, diese Kante, die man hier sieht. Und das wurde dann später angefügt. Aber das ist die Brücke, die da noch 1933 hier auch schon existiert hatte. Und was Sie hier auf dem Bild sehen, also hier praktisch, wo später das Schurhaus entstanden ist, auf der linken Seite war so ein Wachhäuschen. Das war auch aus der Zeit der Pulvermunitionsfabrik. Und hier waren die steinernen Unterkunftsbaracken des ersten Lagers. Und Sie sehen, das sind Häftlinge, die gerade losmarschieren. Und zwar marschieren die gerade zum Essen fassen. Und da sehen Sie also hier nochmal dieses Wachgebäude. Hier die Häftlinge mit ihrem Essgeschirr, wie sie praktisch in den SS-Bereich marschieren, zum Essen fassen. Und damals hat die SS dann noch das Essen ausgeteilt. Und Sie werden dann später sehen, dass sich das im neuen Lager ganz anders gehandhabt wurde mit der Essensausgabe. Hier nochmal ein Bild von dieser zweiten Reihe der Häftlingsbaracken. Hier sehen Sie die Häftlinge laufen, im Laufschritt und so. Also es ist eigentlich ein Propagandafoto. Sie sehen es, Friedrich Franz Bauer, ein SS-Fotograf. Also alle Fotos, die Sie jetzt sehen, sind eigentlich Propagandafotos, die im Auftrag der SS angefertigt wurden und die aber doch sehr aussagekräftig sind. Genau, und jetzt ist das schon, wie ich Ihnen erzählt, 1936 im Mai hat man begonnen, hier dieses Schurhaus zu erstellen. So ein ähnliches Schurhaus gab es auch schon in Esterwegen, auch mit so einem aufgesetzten Wachturm oben. Sie sehen hier die Häftlinge. Und ganz wichtig, hier sehen Sie die Häftlinge auch noch, wie sie in so Drillich-Uniformen dastehen. Hinten ein Streifen, der wurde dann je nach Häftlingszugehörigkeit, also Häftlingsgruppenzugehörigkeit, in dem Fall waren es zumeist ein roter Streifen. Und auch hier hatten sie einen roten Streifen, um als kenntlich gemacht zu werden, als politische Häftlinge. Also hier die Uniformen, Häftlingsuniformen in der Anfangsphase des Lagers. Also wenn wir jetzt hier schauen, da können wir uns jetzt hinschauen, und zwar also hier sehen Sie, wie dann ein Häftling, wahrscheinlich ein Handwerker, vielleicht sogar ein gelernter Steinmetz, der hier da diesen Türrahmen vom Schurhaus ausmeißelt und dahinter die Tür, und man sieht auch dieses Fenster, glaube ich, kann man noch so durchschimmern sehen, durch die Tür des Schurhauses. Also das sind, wie gesagt, Bilder, die entstanden sind 1936 in den Monaten Mai bis Juni, in denen dieses Schurhaus errichtet wurde. Wir gehen jetzt durch dieses legendäre Tor Arbeit macht frei. Sie wissen sicher, dass es gestohlen wurde, und das jetzige Werk, was wir sehen, ist von einem
Dachauer, jungen Dachauer Schlosser. Und das Originaltor, das wir in der Ausstellung zu sehen sind, dieses Originaltor, das wurde auch von einem Häftling gemacht, der ist Karl Röder, der war Schlosser, der war auch in der Sicherheitswerkstatt, das ist sowohl Malerei als auch Schlosserei, war dem späteren Kommandanten Martin G. Weiß unterstellt, mit in der sogenannten Sicherheitswerkstatt. Und also hier der Außengitter, das ist noch am Original aus der Lagerzeit, aber das wurde, wie gesagt, gestohlen. Und das originale Tor vom Karl Röder, das ist in unserer Ausstellung zu sehen. Wenn wir jetzt reingehen und dann einen Blick nach oben werfen, dann sehen Sie da oben den Wachturm. Genau, da wird den Wachturm. Und jetzt so, also der oberste Abschnitt von dem Wachturm, wo die Fenster drin sind, der wurde von den Amerikanern abgetragen. Da gibt es Bilder so aus den 50er Jahren, wo man sieht, dass der fehlt, aber das Fundament unten ist noch original erhalten. Und so sehen Sie, wie das aussah, wie die Häftlinge hier aus dem Zimmererkommando, wie die diesen Wachturm gerade bauen. Also das erste Gebäude, was bei dem Neubau errichtet wurde, war dieses sogenannte Schurhaus. Parallel dazu hat man aber schon begonnen, vorbereitende Arbeiten für das neue Lager zu machen. Und wenn Sie sich erinnern an diese Karte, also es waren ganz viele Bäume hier noch, es war dieser Weiher da. Und man hat dann im Frühjahr 1936 hat man schon ein Abbruchkommando gemacht, das einerseits begonnen hat, alte Gebäude von der Pulvermunitionsfabrik abzureißen, aber es musste gleichzeitig auch hier, das ist das Areal planiert werden, Bäume gefällt werden. Es waren ganz, ganz harte Arbeiten. Ich werde später noch Eindrücke Ihnen schildern, wie hart das für die Häftlinge damals war. Wenn Sie jetzt hier mal drauf schauen, das ist eine geologische Karte von dem Voralpenland und München, und da sehen Sie hier Dachau, und da sehen Sie, dass Dachau hier in den Ausläufern des Würmgletschers war, und das heißt, der Untergrund hier in Dachau war Kies, also angeschwemmtes Kies von der Würm, und das heißt, hatte die Folge, dass sowohl für die Errichtung der Pulvermunitionsfabrik, aber auch später für die Umbauten und Neubauten im Lager, man das Baumaterial nicht antransportieren musste, sondern man hat immer an diesen einzelnen Gebäuden direkt in den Untergrund Kiesgruben ausgehoben und konnte damit arbeiten. Also hier alles Kiesuntergrund, und das Moor fängt dann erst etwas weiter von der Lagergrenze ab. Das ist eigentlich so gerade im Grenzbereich Kiesmoor. Bei dem Bau der Pulvermunitionsfabrik ist dann ein Weiher entstanden, den Sie vorher auf der Karte schon sehen konnten. Die SS hat dann die Häftlinge hier beauftragt. Also Arbeit war immer ein ganz wichtiger Bestandteil der Haft bei den Häftlingen. Die mussten dann hier aus diesem ehemaligen Kiesweiher tümpeln, der mussten sie ein Schwimmbad rausbauen, und das dann die SS als Propaganda in Illustrierten dargestellt hat und in Zeitungsberichten, wie gut es den Häftlingen hier im Lager Dachau gibt, dass sie sogar in ihren Pausen oder sowas im Schwimmbad schwimmen konnten, was natürlich alles pure Propaganda war. Wir werden später noch ein bisschen auf das Leiden der Häftlinge zu sprechen kommen. Genau, dann geht's weiter. Also das hier ist eine Einstellung. Hier sehen Sie die alte Lagermauer vom ersten Lager, und so sehen Sie, wie das dann ausgesehen hat, wie das alles einplaniert werden musste, abgetragen werden musste. Also es ist ein riesengroß hier, die ganzen Kiesberge. Es musste alles, also der Schutt musste dann in den Bereich, der nicht bebaut werden sollte, aufgetürmt werden. Das war dieser berühmte Berg Sinai, wo man immer wieder vor allem Juden immer raufgeschickt wurden. Und also es war unglaublich beschwerlich, und Sie sehen hier so einen Eindruck von der Baustelle. Das hier ist ein Bereich, also wenn wir jetzt dann so ein bisschen rüberschauen, hier ist schon ein neuer Wachturm,
der errichtet wurde, die neue Lagerbegrenzung. Das ist der Bereich, wo die Fundamente für den Bunker, den Sie da hinten sehen, da ist der Bunker. Also das sind die Fundamente für den Bunker. Das war somit das erste Gebäude, das dann errichtet wurde, war der Bunker, also das neue Lagergefängnis, der Kommandanturarrest. Und hier sind dann noch Unterkunftsbaracken. Und man hat dann parallel die neuen Baracken errichtet und so sukzessive konnten die Häftlinge dann umziehen. Und sukzessive konnten die Häftlinge dann umziehen in die neuen Baracken. Und das eine Vorteil war, das alte Lager war voll mit Wanzen durchsetzt. Hermann Peter schreibt oder sowas, die Wanzen, das war die vierbeinige SS oder sowas. Also das müssen unfassbare Mengen von Wanzen in dem alten Baracken gewesen sein. Und das war eine der großen Erleichterungen für die Häftlinge, dass in den neuen Baracken dann keine Wanzen mehr zu finden waren. Ganz kurz vielleicht, also weil das ist ein Häftling, den Sie schon kennen, Karl Wagner, der hat auch Maximilian in seinem Rundgang über Widerstand im Lager schon vorgestellt. Karl Wagner war auch während der Bauzeit hier und war eingesetzt in dem Kommando, die Bunkerfundamente ausheben mussten. Also hier sehen Sie seine Häftlingskarte. Karl Wagner, der später berühmt geworden ist, weil er im Außenlager Allach einen Häftling nicht schlagen wollte, obwohl es die SS ihm befohlen hat. Hier sehen Sie dann nochmal Häftlinge. Da sehen Sie hinten sind noch viele Bäume, die gefällt werden mussten. Also auch eine ganz, ganz schwere Arbeit, die alles manuell gemacht werden mussten. Hier Häftlinge bei einer Arbeitspause. Da kommt schon ein bisschen das Propaganda durch oder sowas. Also viele waren wahrscheinlich wesentlich schlechter beieinander. Dann hier ist ein Bild. Also es ist natürlich dieser eingeebnete Appellplatz und der neue Baugrund musste eingeebnet werden. Das ist jetzt ein Bild, das ist 1941 entstanden, wo dann schon auch die Streifenuniform war. Aber so ähnlich muss das dann auch hier bei den Bauarbeiten des ersten Lagers abgelaufen sein. Also die Häftlinge, die anstelle von Zugmaschinen diese Walze ziehen mussten. Was Sie hier sehen, ist dann nochmal, wie die Baracken hier erstellt wurden. Also da hat man so Fundamente ausgehoben, um dann die Baracken zu erstellen. Und auf dem nächsten Bild sehen Sie dann, das sind schon die ersten. Jetzt müssen wir mal kurz irgendwie umfädeln. Gehen wir mal auf den nächsten. Auf dem nächsten Bild, da sehen Sie jetzt schon, das sind schon die ersten 1, 2, 3, 4 Baracken des neuen Lagers sind dann schon fertig und wurden auch dann schon bezogen von den Häftlingen. Es waren ja auch zu der Zeit, waren ungefähr, ich glaube, 2000 Häftlinge drin. Und das Lager hatte aber die Kapazität von 6240 Häftlingen. Jetzt ist alles super, wunderbar, ist gut zu hören. Genau. Also hier der Neubau der Baracken, hier schon die. Und dann der Baugrund. Also es waren unfassbare Strapazen. Es ist Alfred Hübsch, der hier auch diese Zeit erlebt hat, der sagte sowas während der Lagerzeit, und zwar während der Bauzeit von 1936 bis dann, also fertiggestellt wurde sie 6 Wochen vor dem geplanten Kriegsbeginn. Also etwa so September 1938 hat man die Arbeiten fertiggestellt. Und während dieser ganzen Zeit gab es keinerlei freien Tag für die Häftlinge. Einmal gab es am Ostersonntag oder Weihnachten, also es gab einen einzigen freien Tag während der ganzen Zeit. Ansonsten mussten sie von morgens bis abends durchschuften und die Strafkompanie sogar bis Sonnenuntergang. Dann schauen wir ein bisschen weiter. Dem 1. April 1938 kamen, also der Himmler hat immer versucht, immer noch mehr Häftlinge in seine Lager zu bekommen. Man hat dann angefangen, Zeugen Jehovas zu verhaften. Man hat dann die sogenannte asoziale Häftlinge ins Lager gebracht. Und dann mit dem Anschluss Österreich am 18. März 1939
1938 kamen dann auch zwei Wochen später die erste Einlieferung von österreichischen Gefangenen. Und mit dieser Einlieferung der österreichischen Gefangenen hat man dann auch hat der Hans Loritz die Streifenuniform eingeführt. Also das war, die Häftlinge mussten von da an gestreifte Uniform und dann als Kennzeichnung diese Winkel, die ja auch in den vorherigen Live-Rundgängen schon einige Male vorgestellt werden, und die Häftlingslummer mussten sich drauf nähen. Und hier sehen Sie, das ist ein Bild, das ist jetzt im Juli 1938 aufgenommen worden. Da sehen Sie, die Baracken sind schon fertig. Auch dieses Wirtschaftsgebäude ist schon zum großen Teil fertig. Und da wird irgendwie Kies geschaufelt am Ende der Lagerstraße. Und das ist dieser berühmte Berg Sinai, also wo man dann auch sogar die Frauenkirche wohl sehen konnte. Und die aber auch irgendwie, wo die Leute raufgejagt wurden. Hier sieht man Häftlinge auch schon in Streifenuniform, wie sie alte Ziegelsteine recyceln, also dass die man dann wieder verwenden konnte. Das ist dann so ein österreichischer Häftling. Ich glaube, da müsste mir jetzt jemand helfen. Ich glaube, das ist der Leopold Fiegel, der hier, also die dann auch, wo sehr prominente, sie haben, glaube ich, in einem letzten Rundgänge von dem Leopold, oder wie hieß der, glaube ich, der Adlige, und die dann ganz, also es war ein ganz großer Hass gegenüber diesen Österreichern, und die wurden dann zu härtesten Aufgaben und entwürdigsten Tätigkeiten eingesetzt. Dann so kann man sich das vorstellen. Also das ist jetzt eigentlich ein Propagandafoto, aber schon auf diesem Propagandafoto sieht man die Strapazen. Also es wurden da so Feldbahnen eingerichtet, in denen im Laufschritt, und es ging von morgens bis abends nur im Laufschritt, und wer nicht mehr konnte, wurde verprügelt, Faulheit am Arbeitsplatz. Also es war ein einziger Horror und Terror für die Häftlinge. Und das ist sogar in diesem Propagandafoto, kann man diese Strapazen sehen. Das ist auch übrigens aus dieser Dokumentation vom Bayerischen Rundfunk, von dem wir vorher die Kegelbahnaufnahmen hatten. Also hier nochmal diese Feldbahnen, menschliche Arbeitstiere letztendlich. Dann ist dieser berühmte Moorexpress, wo auch wie Pferde Menschen eingespannt wurden und dann irgendwelche Transporte von Baumaterial verführen wollten. Es gab dann auch etwas weniger anstrengende Tätigkeiten. Also hier, das ist auch ein Propagandafoto, aber ich finde, das ist trotz allem, sieht man irgendwie die Strapazen und die Demütigung in dem Gesicht von diesem Häftling. Und dazu möchte ich Ihnen ein ganz kurzes Zitat vorlesen. Und zwar ist das so, ich kann es nochmal, Multitasking, also dann kannst du den hier filmen. Und zwar ist das Fritz Wandl, das ist ein ganz berühmter kommunistischer Häftling, der unter anderem einen Generalstreik organisiert hat gegen die Nationalsozialisten und dann im Lager war. Und der sagt, erzählt über diesen so einen ähnlichen Fall: Die gleiche Kameradschaft durfte ich auch erfahren, als ich bald darauf zum Kapo ernannt wurde. Ich hatte damals auch einige Juden in meinem Kommando, unter denen sich ein alter Jude befand, der an geschwollenen Wasserfüßen litt, die bereits in allen Farben leuchteten. Diesen Juden beschäftigte ich damit, dass er vor einem Brett saß und alte Nägel gerade klopfte. Das Unglück wollte es, dass der SS-Oberscharführer Vogelsberger, den ich bereits charakterisiert habe, mein Kommando kontrollierte und den Juden sitzend bei der leichten Arbeit fand. Kaum hatte er ihn erblickt, da brüllte Vogelsberger durch das Gebiet meines Arbeitskommandos: Kapo! Und im Marsch musste ich mit ihm eilen und mich zu ihm eilen und mich mit militärischer Haltung vor ihm aufpflanzen. Er schrie mich an: Was macht der Jude hier? Ich sagte ihm, der Mann sei krank und leide an geschwollenen Füßen, weil er Wasser habe. Er könne ihn mit nichts anderes beschäftigen als mit dieser leichten Arbeit. Darauf schrie er mich wieder an: Du Judenfreund, du Judenhund, warte, dir will ich helfen. Darauf notierte er sich meine Nummer. Es war die Gefangenennummer 587. Sie war so niedrig, weil ich einer von den ältesten Insassen des Lagers war. Natürlich war eine Strafmeldung fällig. Als ich zur Strafvernehmung musste, fragte mich Sturmführer Hoffmann: Hast du in deinem Kommando einen Juden mit Nägelgeradeklopfen beschäftigt? Ich antwortete: Jawohl. Darauf schrie er: Raus! Ich war entlassen. Pfahl hängen. Zwei Tage darauf wurde mein Name aufgerufen. Also in dem Fall war es jetzt hier
ein Kapo, ein deutscher Kapo, der dem jüdischen Mitkameraden helfen wollte und dafür an den Pfahl gehängt wurde. Es gibt noch ein anderes, Moment, schauen wir mal, ob ich das finde. Auf die Uhr schauen, aber genau, aber jetzt kommen wir vielleicht ganz kurz hier auf dieses Bild zu sprechen. Und zwar hier sehen Sie auf dem Bild, ist das Wirtschaftsgebäude schon fertiggestellt. Das Bild stammt aus dem Jahr 1939, also nach Abschluss der Bauarbeiten. Ich möchte deswegen darauf eingehen, weil da jemand beteiligt war, den Sie schon kennen, nämlich Hermann Peters, der Maler aus dem Häftlingskommando. Der hat von Hans Loris den Auftrag bekommen, auf das fertiggestellte Lagerdach diesen Spruch aus einer Himmlerrede. Das war, hat Himmler im April 1939, wo Kritik laut wurde im Ausland an seinem, dem Umgang in den Konzentrationslagern, hat eine Rede gehalten und Hans Loris hat dann den Hermann Peters mit seinem Malerkommando diesen Spruch auf das Wirtschaftsgebäude malen lassen. Kommt eine Frage? Ja. Und zwar müssen ja bei den Bauarbeiten muss ziemlicher Lärm entstanden sein. Gibt es Berichte, dass die Dachauer Bevölkerung das mitbekommen hat? Ja, also mit Sicherheit, das ist so, wenn man da drüber schaut, das ist die Lagermauer, die hat zwar damals auch schon, die gab es schon während der Zeit der Pulvermunitionsfabrik, aber hinter dieser Lagermauer war die Römerstraße und da sind die Bauern mit ihren Fuhrwerken entlang gefahren und natürlich haben sie was mitbekommen. Es gab dann auch immer wieder, also zwar wenig, aber es gab Dachauer und Münchner Firmen, die bei dem Neubau des Häftlingslagers auch bestimmte Facharbeiten, was ich Installationen oder sowas gemacht haben. Und das war doch, es kam mit Sicherheit also auch Informationen nach draußen. Wobei es strengstens verboten war, über diese Lagermauer drüber zu schauen. Also es gibt einen Fall, wo ein Dachauer Bauer reingeschaut hat, sich auf seinen Heuwagen draufgestellt hat und der wurde sofort verhaftet und einen Tag im KZ Dachau und da gab es einen Zeitungsbericht drüber in der Dachauer Zeitung und mit dem Hinweis, also wenn nochmal jemand so neugierig sein wird, dann bleibt er nicht einen Tag im Lager, sondern bleibt er unbefristet hier im Lager Dachau. Wenn wir jetzt hier hinschauen auf dieses Wirtschaftsgebäude, wird einem nicht bewusst, wie strapaziös und wie die Umstände waren, in denen das entstanden ist. Und um Ihnen das zu veranschaulichen, möchte ich nochmal ein Zitat vorlesen. Und zwar auch wieder von dem Fritz Wandl, von dem Häftling, von dem ich ihm gerade erzählt habe, also diesem Kommunisten. Und der hat mehrere Beispiele oder sowas. Und eins möchte ich Ihnen vorlesen. Das ist das Kapitel der Todessprung. Ein anderer Sport der SS, bei dem wir oft zusehen mussten, war es, auf dem Gerüst hoch oben, also hier auf dem Gerüst zum Wirtschaftsgebäude, hoch oben den nächstbesten Gefangenen, der nichts ahnte, so ins Gesicht zu schlagen, dass er kopfüber vom Gerüst herunterstürzte und sich das Genick brach. Kein Hahn krähte danach, wie viele Juden das Arbeitskommando Wirtschaftsbau täglich verbrauchte. Und kein Mensch kümmerte sich darum, ob diese Leute zu Recht oder zu Unrecht starben. Kein SS-Mann machte sich ein Gewissen daraus, einen Juden auf irgendeine Art und Weise bestialisch zu Tode zu quälen. Wir haben es erlebt, dass im Winter einem Juden befohlen wurde, aus dem dritten Stock des Baugerüstes auf die Eisdecke des neben dem Bau befindlichen Sees der Kiesgrube hinabzuspringen. Nur damit die SS-Männer erfuhren, ob das Gewicht des Juden ausreiche, die Eisdecke zu durchschlagen. Die SS-Männer schlossen Wetten ab. Die einen wetteten, dass der Jude die Eisdecke durchbrechen werde. Die anderen wetteten, dass sein Gewicht nicht ausreiche. Und damit diese Wette ausgetragen werden durfte, musste der Jude sterben. Als er nicht springen wollte, wurde er gepackt und hinabgeworfen. Die Eisdecke wurde durchschlagen und die zweite Gruppe der SS-Männer hatte ihre Wette verloren. Unter dem gellenden Hohngelächter derer, die die Wette gewonnen hatten. Also es war hier, wie gesagt, es waren diese Kiesgruben, die hier entstanden wurden und die dann im Winter eben zugefroren sind. Das war dieser Bericht von dem Fritz Wandl. Wenn wir jetzt hier hinschauen, sehen wir nochmal ein Bild. Genau, da wird die Martina wird das jetzt ins Bild nehmen. Vielen Dank auch an die Martina für die tolle Kamera. Da sehen Sie, wenn Sie jetzt hinterschauen, da sind die Häftlinge
wie sie Essen austragen. Also hier in dem vorspringenden Bau, den Sie da hinten sehen, da war die Häftlingsküche drin und dann die Tür rechts daneben, die im Prinzip noch genauso da steht. Da mussten die Häftlinge diese 70 Kilo schweren Suppentöpfe im Laufschritt die Lagerstraße runter tragen und auf die Blöcke verteilen. Sie sehen, da ist immer der Block nummeriert und die Stube nummeriert. Also jeder von diesen neuen Baracken, es waren insgesamt waren es zweimal 17 Baracken in dieser neuen Lagerstraße. Die ersten zwei Baracken links und rechts waren Sonderbaracken, Krankenbau auf der rechten Seite, auf der linken Seite waren es Kantine und Häftlingsschreibstube und das Häftlingsmuseum und das Lagermuseum. Und dann kamen zweimal 15 Unterkunftsbaracken mit jeweils vier Stuben, die zu 52 Mann, für 52 Mann ausgelegt wurden. Also so kommt man auf 208 Häftlinge pro Baracke und das dann mal 30. Dann kommen wir auf die Sollstärke von 6240 Häftlingen. Auf dem Bild hier sehen Sie auch gleichzeitig, das ist aufgenommen worden im Juni 1938. Sie sehen, Juni 1938 waren die Bauarbeiten noch nicht vollendet. Und Sie sehen hier, ist dann noch hier so der Verputz hier noch nicht ganz fertig. Also das ist praktisch noch auf der Baustelle, da wurde schon diese Küche in Betrieb genommen. Und deutlicher Unterschied, im ersten Lager sind die rausmarschiert in die Kantine und die SS hat das Essen ausgeteilt. In der neuen mussten die Häftlinge das Essen selber in die Blocks schippen, in die Baracken schleppen und das Essen wurde von den Kapo ausgeteilt. Also nicht mehr der SS-Mann teilt das Essen aus, sondern der Kapo, was natürlich auch wieder Möglichkeiten hatte, die Häftlinge gegeneinander auszuspielen. So, jetzt schauen wir noch rein kurz. Wir haben auch drinnen was zu sehen. Und zwar einer der anstrengendsten und gefürchtetsten Kommandos war die sogenannte Schubkarrenkommando. Also es hieß praktisch den ganzen Tag nichts anderes zu machen, als schaufeln, im Laufschritt die Schubkarre schieben, irgendwie die ganze Lagerzaun entlang, immer so, wo gerade der Kies gebraucht wurde. Es war sehr, sehr gefürchtet, weil wenn jemand zu langsam war, dann war das Faulheit am Arbeitsplatz, er wurde verprügelt, entweder von den Kapos, es gab da einen ganz, ganz gefürchteten Kapo, also einen Häftling, der dieses Kommando Schubkarrenkommando, Kiesgrubenkommando befehligte. Sein Name war August Störzer. Ich werde gleich noch einmal zu sprechen kommen. Also hier dieser Eingang, wo wir vorher gesehen haben, wo die Häftlinge immer das Essen rausgeschleppt haben. Jetzt ist er zugesperrt. Vorher war noch offen. Vielleicht gucken wir, dann schauen wir doch, ob wir hier vorne rein können. Hätten wir uns den Schlüssel mitnehmen sollen. Also wir haben den Rundgang vorher schon ein bisschen geprobt und dann war hier noch offen. Aber leider nähern wir uns jetzt auch der Schließzeit um 17 Uhr. Aber ich wollte Ihnen gern noch etwas zeigen. Und zwar, wir haben von diesem ersten Lager von den Unterkunftsbaracken haben wir noch Bruchstücke in unserer Ausstellung. Das wollte ich Ihnen noch zeigen. Da gehen wir jetzt gemeinsam hin. Also durch unsere Technikprobleme sind wir leider ein bisschen in Verzug geraten. Deswegen hoffe ich, sehen Sie uns die Verlängerung ein bisschen nach. Also hier ist übrigens noch ein Bild, was ich Ihnen da drinnen, wollte ich Ihnen noch so eine Schubkarre zeigen. Also hier ist ein Bild von diesem Schubkarren. Also hier im Laufschritt, wie die Häftlinge da am Lagerzaun entlang die Schubkarre mit dem Kies für die Baustelle transportieren mussten. Und hier ist dann ein Gemälde, das man auch wieder diesem Hermann Peters, den Sie kennen, zuschreibt. Und zwar, das ist die Nachhut des Kommandos Störzer. Also er schreibt Störzer. Eigentlich ist er Störzer. Und das war ein absoluter Horror für die Häftlinge, die ihm zugeteilt wurden. Also der war ganz unnachsichtig. Und da sind praktisch
jedes Mal, es gab Kapos, wie zum Beispiel dieser Fritz Wandl, der sich um seine Kameraden gekümmert hat. Und es gab andere Kapos, die sich wie Bestien aufgeführt hatten. Und hier dieser Störzer, das war so ein Kapo, bei dem fast jeden Tag welche tot mit vom Arbeitsplatz kamen. Gut, dann gehen wir rein und schauen, dass wir uns noch diese Steine anschauen. Vielen Dank für Ihre Geduld, dass Sie jetzt so lange mit uns aushalten. Ich bitte Sie auch, unsere technischen Probleme am Anfang zu verzeihen. Obwohl wir es jetzt eigentlich schon 31 Mal gemacht haben, aber trotzdem ist immer wieder mal, kommt sowas vor. Vielleicht hier, was noch sehr interessant ist, und zwar, also hier diese, sehen Sie noch das Wirtschaftsgebäude, das mal wieder so in den Urzustand, wie es während der Lagerzeit ausgesehen hat, versetzt hat. Und was Sie hier sehen, bei diesen Arbeiten, wo man die späteren Anstriche abgenommen hat, hat man auch wieder ein Bild gefunden, wo uns wieder dieser Hermann Peters begegnet. Und der hat auch in Baracken zum Beispiel solche Szenen gemalt und dann immer auch mit irgendwelchen Sinnsprüchen verbunden. Also hier ein Gemälde von Hermann Peters. So, dann eilen wir doch unsere Räumlichkeiten. Also hier ist alles noch, das war übrigens dieser Raum, wo wir gerade waren, das war die sogenannte Sicherheitswerkstätte und da hatte auch der Hermann Peters und sein Malerkommando, die waren da auch untergebracht. Also hier sehen Sie so das Wirtschaftsgebäude noch mehr oder wie, also in sehr großen Teilen wie es im Originalzustand. Dann kommen wir hier in den Schubraum, der Inschrift Rauchen verboten. Wahrscheinlich hat die Schrift auch Hermann Peters gemacht. Also das war so das Mädchen für alles, was Maler und Zeichen und grafische Arbeiten machte. Also er war da unglaublich begabt, was ihm letztendlich auch das Leben gerettet hat. So, und jetzt sagen wir mal in unserer Ausstellung, hier sind auch in der Ausstellung, ist das, was ich Ihnen erzählt habe, können Sie das wiederfinden. Dieser Rundgang hätte eigentlich ein Themenrundgang sein sollen, der 2,5 Stunden dauert. Wir haben versucht, das jetzt einzudampfen auf eine knappe Stunde. Und hier sehen Sie nochmal so diese Bilder von der Baustelle. Und was ich raus wollte, also hier sehen Sie, genau, die Martina filmt nochmal die Baustellenfotos. Und hier sehen Sie das, was ich im Eingangs erwähnt hatte. Also hier war, das war die Karte der Konzentrationslager in Deutschland 1933 bis 1935. Da sehen Sie unglaublich viele Lager, wilde Lager, Turnhallen, Lagerhallen, dieses System der Konzentrationslager, die entstanden sind, wie man die politische Opposition in ganz Deutschland versucht hat zu vernichten oder unschädlich zu machen. Sie sehen es dann auch hier ein bisschen, die Zahl der Schutzhäftlinge in Deutschland waren anfangs, April 33, 50.000 Menschen waren in Schutzhaft, wobei ich hier dazu zu sagen muss, dass nicht alle in Konzentrationslagern waren, ein Teil war auch in regulären Gefängnissen. Und dann sehen Sie, also es geht dann praktisch 34, geht es dann runter, es werden die mit der Großteil freigelassen werden. Und dann Mitte 35 steigt es wieder an. Hier während der Lagerzeit sehen Sie, während der Lagerbauzeit hier sehen Sie die KZ-Häftlinge in ganz Deutschland 4.800 und dann sehen Sie es, wie es dann sukzessive im Anschluss Österreich und so, wie das, die Häftlingszahlen dann wieder explodieren. Und das war der Grund auch, warum man diese Lagerneubau gemacht hatte, um größere Kapazität für den zu erwartenden Krieg bereitzustellen. Hier ist dann die Karte der Konzentrationslager am Ende der Bauphase, also parallel zur Erweiterung und Neubau des Häftlingslagers in Dachau, hat man dann auch in Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück und so sind die Lager sukzessive entstanden. Und man hat dann also anstelle der vielen wilden Lager und der kleinen Lager hat man dann in allen Teilen Deutschlands dann so zentrale, durchgeplante Lager errichtet.
So, und jetzt das, was ich Ihnen versprochen habe zum Abschluss, um Sie neugierig zu machen. Also es ist bei Bauarbeiten hier am Gelände der Gedenkstätte, ist immer wieder der Denkmal, sind die Archäologen dabei und auch der Denkmalschutz, weil immer wieder Spuren von den vergangenen Zeiten entdeckt werden. Und bei einer dieser Bauarbeiten hat man hier diese Brocken gesehen. Und das sind Bruchstücke, die von den Häftlingen unter mühseligster Arbeit mit Hand rausgebrochen, bei diesem Abbruch der alten Gebäude der Pulver- und Munitionsfabrik, und die haben wir entdeckt und so, nicht genau. Gut, dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielleicht kommen noch irgendwelche Fragen. Dann ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie uns weiterhin treu bleiben. Es gibt noch viele interessante Themen, die Sie dann auch auf unserer Homepage und auch auf unserer Facebook-Seite sehen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.